Wir leiden weiter. Ausnahmsweise mal nicht bei Feuer Mitternacht, sondern bei Vampire Stone 2 Everlasting Blood Final Blood Edition mit eurem Let's Play Retro und... DCC, Leid ist ein guter Ausdruck. Wir gehen... Ja, werden wir heute den Söldner machen? Nein, werden wir nicht. Und zwar, wir gehen zu einem Content, der frisch in der Final Blood Edition ist. Cool. Und wir werden auch das machen, was Mr. X in den Kommentaren bereits gefragt hat. Wir werden alle geheimen Gebiete anschauen. Richtig, genau. Und es mag schon sein, dass da in-game nicht besonders viel passiert und dass ihr da eher Trash-Talk von uns beiden hören werdet. Aber naja, ich meine, so ist das Spiel nun mal. Richtig, ich meine, genau. Wir haben uns vielleicht nicht unbedingt vorgenommen, 100% Let's Play zu machen, aber wir wollen schon irgendwie möglichst viel von dem Spiel zeigen. Richtig, ich meine, genau. Es ist ja effektiv das Vorzeigespiel der deutschen Maker-Szene. Genau, also wir zeigen halt, was wir halt nicht machen, ist, dass wir zum Beispiel diese 1700 Geheimnisse am Ende genau haben werden oder so. 1700, das sind viel, viel mehr. Ich wette, in diesem Spiel, ich wette, es sind mindestens 15.000 Geheimnisse. Du hast es ja nachgeschaut, wie viele sind. Einfach über den Maker oder was? Nein, nein, irgendwo in den Menü geht das auf jeden Fall. Ach, mach mal Escape. Meinst du jetzt im Switch mit? Nee, was? Hä? Mach mal, geh mal ins Menü rein. Ach, warte mal, stimmt, du hast recht. Warte mal. Im Menü und da müsste es, glaube ich, stehen. Also früher hat man es auch irgendwo gesehen. Vielleicht bei Rest. Markierungen, Indektor. Ach, genau, ach so. Das wollten wir auf jeden Fall anstellen, ne? Nee, halt. So, das ist ja an. Ach nee, halt, die Markierungen, ach, die kann man genau. Auch wieder ausstellen. Ah, okay, genau, gut. Und Skill-Menü-Pop-Dauer, eine Sekunde reicht vollkommen aus. Ich meine, warum sollte man die geheimen Gebiete wieder... Damit man nicht reinfliegen kann. Wenn man alles gemacht hat, damit man nicht aus denen reinfliegt. Ach so, das meinst du, okay, gut. Ja, aber eigentlich gab es doch, Status? Ist da Status drin? Die Spielzeit wird aus technischen Gründen ohne Kämpfe gezählt. Wow, wir spielen schon 34 Stunden Geheimnisse. Okay, du hast recht. Wir haben, genau. Wir haben 497 von 1250 Geheimnissen. Wir genau. Haben uns ja drei Menschen ausgesorgt und so weiter und so weiter. Ja, wir werden, denke ich mal, am Ende vielleicht so auf 1000 Geheimnisse kommen, aber werden halt nicht auf die 1250 kommen. Ja. Okay. Wir gehen zu Aisha. In die Ebene der Blutgeister. Warte mal, es gab ja doch genau. Irgendwo einen... Ich finde den regulären Weg. Geh einfach einmal runter, geh bitte in den Turm rein. Geh in den Turm aber rein. Ich wollte gerade sagen, Steve... Ich kann dir safe den Weg sagen, wenn du in den Turm reingehst. Geh in die Etage runter. Es gab hier doch irgendwo einen Teleport dahin. Ja, genau. Geh noch eine Etage runter. Also du kennst den Weg zum Teleport? Ja. Geh noch eine Etage runter. Aber das war doch jetzt exakt die Frage, die ich stellen wollte. Du hättest doch einfach nur sagen sollen, ja, den Weg zum Teleport kenne ich. Hab ich doch gesagt, ja. Du hast es auf eine indirekte Art und Weise gesagt. Jetzt geh runter in den Raum, links, dort, bei den Betten und dann in den gelben Teleporter rein. Sehr schön. Gut, dass ich nicht farbenblind bin. Glaub mir, ich war ja schon so oft gewesen, um Vampire zu erschaffen, deswegen weiß ich, wie man da hinkommt. Dann wird abgespeichert und dann die Ebene der Blutgeister betreten. Du weißt doch ungefähr, wo Aisha ja, war? Ich glaube, irgendwo im Norden, rechts. Ne? Nordöstlich. Oben rechts ist ja oben. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ich bin da auch mal jemand, der dann sagt, oben, unten und so. Das sind natürlich auch die ganzen Demons wieder respawned. Ich glaube, hier einfach hochgehen, ne? Ja, genau, immer noch so. Das wird nicht so verkehrt sein, genau. Und das Coole ist, dass wir jetzt einfach wieder ein paar gratis Seelen bekommen. Ja, ich meine, die können ja hier gar nicht. Uralte Frage, ob man Dämonen aussaugen kann, das kann man und sie haben auch eine ganze Menge Blut, wow. Ja. Wobei es effektiv gesagt, egal, wir können ja aber mal unseren Särgen uns wieder heilen. Die Dämonen sind auf jeden Fall nicht so blutleer wie der Rest des Spiels. So, genau. Ich denke, das müsste schon ganz richtig sein. Ja. Geh mal hier hoch. Hier hoch? Sie müsste halt dann irgendwo... in irgendeiner Sackgasse rumstehen. Ja, genau. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier, finde ich. Mhm. Da ist er. Oh, ich hab's. Sehr schön. So, hoffen wir mal, dass wir nichts verkackt haben. Wie hast du gesprochen gehabt? Ja. So, genau. Ihr habt den obersten Blutdämonen getötet. Ist es nicht so? Sozusagen, also... wenn man davon töten reden kann, weil höchstwahrscheinlich ist er respawned, so wie alle anderen Dämonen. Das wird unser aller Leid hier lindern. Danke. Nein. Blödsinn. Nein. In der Ebene der Blutgeister ist man automatisch, wie auch immer das funktionieren soll, dazu verdammt, für alle Ewigkeit zu leiden. Genau. Ich meine, man kann sich einfach so vorstellen, da läuft einfach Dub Space. Dub. Ich will jetzt immer gerade. Steve möchte eine Musikrichtung seiner Wahl nennen, die er nicht mag. Das. Habe ich jetzt gerade rausgehört, oder? Meinst du Dubstep? Yeah. Dubstep, genau, genau. Weißt du, läuft einfach die ganze... Ich wollte immer Dub-Estrat sagen und das Beneise heißt das...
Das läuft einfach die ganze Zeit. So ja? Ungefähr? Genau, in maximaler Lautstärke, die ganze Zeit. Und warte, ja? Lass mich raten. Alle Dubstep-Lieder klingen für dich völlig gleich. Also, ich finde jetzt Dubstep per se nicht unbedingt schlecht. Auf einer Party, wenn man Alkohol getrunken hat, kann man dazu sicherlich gut abgehen. Ja? Ich finde Dubstep per se nicht schlecht, wenn ich auf Drogen bin und meine komplette Persönlichkeit verändert ist, dann finde ich es gut. Aber ansonsten finde ich es echt mega scheiße. Das wollte Steve euch gerade sagen. Schmerzen lindern, das klingt nicht gut. Bin ich auf jeden Fall nicht mit einverstanden. Gibt's da auch was von Ratiofarm? Hier gibt's noch was von Rattenfarm. Ich kann mir eure Antwort zwar denken, so. Aber... Ja. Nein, Steve, das ist... Ja. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ja, gute Preise, gute Besserung, ne? Es gibt etwas, das laut einigen Blutgeistern, die schon länger hier sind, die Schmerzen vollkommen unterdrückt. Das ist doch völliger Käse. Jetzt kann man auch noch eine Ebene der Blutgeister cheaten? Kann man jetzt etwa in den Himmel der Ebene der Blutgeister kommen? Hier würde ich nicht zufällig... Gezwungen. Nein, ja, ich hasse dich, weil du vor mir mit meiner zusammen warst. Dir jetzt noch ein Schmerzmittel zu bringen, wäre wohl etwas zu viel des Guten, nicht? Warum denn? Sie hat nichts getan. Nochmal, sie hat nichts getan. Alles Böse, was sie getan hat sie nur getan, weil sie wahnsinnig war, weil wir sie wiederbelebt haben, obwohl sie nicht tot war. Und deswegen ist sie wahnsinnig geworden. Das wäre jetzt so, als würde jemand einen Autounfall haben, wird deswegen geistig behindert. Und dann würde man sagen, du bist schlimm, du bist geistig behindert. Ja, aber die Person kann nichts dafür. Ja, aber der Vorteil ist, wir haben Weiner als Anführer der Party, der am Ende die wichtigen Entscheidungen trifft. Und der wird auf jeden Fall Ja sagen. Ich meine, der konnte doch bisher noch keine einzige Quest an diesem ganzen Spiel ablehnen, oder? Wie gesagt, Aisha hat nichts getan. Überhaupt nichts. Bestimmt. Aber ihr solltet es nicht umsonst machen. Es handelt sich um sogenannten Blutnektar. Sie hat nichts getan, abgesehen davon, dass sie durchgedreht ist. Und eigentlich wollte sie uns noch nicht angreifen. Wir sind ja zu ihr gegangen und haben sie damals getötet, ne? Ja. Weil ich meine, angeblich ist sie ja verrückt geworden, aber sie hat sich eigentlich nur in irgendeiner Höhle verschanzt und nichts großartig Schlimmes getan. Ja. Keine Ahnung, wo man sowas herbekommt. Jedenfalls gibt er Blutgeistern kurzzeitig große Kraft. Und mit der könnte ich euch auch stärken. Ist das so eine Art Gummibärensaft? Das klingt ein bisschen danach, ne? Jeder gewinnt. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Steve und ich, wir müssen Copyrights beschützen. Ja. Das ist mir im Wesentlichen egal. Nenn mir nur einen triftigen Grund, warum ich dir helfen sollte. Zum Thema Gummibärenbande. Jemand in meinem Freundschaftskreis durfte das damals nicht schauen, weil die Eltern, die Mutter hat das gesehen, der hat gesehen, dass sie da irgendwelchen Saft trinken und dann durchdrehen. Das nach, die nehmen dann wie Drogen und dann... Die drehen überhaupt nicht durch, die werden dann einfach nur gummig und können durch die Gegend rufen. Abgesehen davon bin ich immer noch der Meinung, dass die Gummibärenbande wahrscheinlich die cleverste Dauerwerbesendung ist, die es jemals in der Geschichte gegeben hat. Ja, ich dachte damals auch, das gehört irgendwie zu Gummibären. Das hat das doch wie jeder, oder? Es passiert ja. Also ich meine, man muss ja dazu sagen, ich meine, das heißt auch im Original Gummy Bears, genauso wie die Gummibären im englischen Gummy Bears heißt. Und es basiert ja, ich meine, guck mal, das sind alles Bären mit verschiedenen Farben. Ja. Das basiert ja irgendwie, also irgendwie basiert das ja auch auf Lebensmitteln, muss man sagen. Nur, dass sie sich wahrscheinlich von Haribo die offizielle Lizenz geholt haben oder so. Aber effektiv ist es für Haribo doch die perfekte Dauerwerbesendung gewesen. Irgendwie schon, ja. Ich meine, was haben irgendwelche Gummitiere irgendwie... Ich meine, überleg mal, das waren ursprünglich mal Schweine sozusagen, deren Knochen irgendwie zu einem Gelee gemacht werden. Was hat das mit irgendwelchen Gummibären im Mittelalter zu tun? Hä? Richtig. Weil du ein gutes Herz besitzt, Binder. Ich denke, das ist die perfekte Erklärung für alle Fragen, die in diesem Video gestellt wurden. Richtig. Ach, verdammt. Warte, was? Sie hat dich doch jetzt nicht damit wirklich rumgekriegt, oder? Das kann nicht dein Ernst sein, Walner. So, wie sind es mitgekommen? Was ist denn schon dabei, ihre Schmerzen ein wenig zu lindern? Ist sie etwa eine Böse oder so? Also, ich empfinde das als ehrenhafte Tat. Ich tue das nicht für Aisha. Ich tue es für uns. Wenn sie uns stärken kann, hilft uns das mit der Tafel. Kann das nicht auch einfach nur eine Lüge sein? Und ich will, dass du den Nektar, den wir bringen, an alle noch existierenden Blutgeister verteilst. Klar. Abgemacht. Sehr schön. Na dann, auf zum Atem. Ich finde das besorgniserregend, Liebling. What the fuck? Helfen wir schon Aisha. Der Aisha. Seit wann nennt Elaine Weiner wieder Liebling? Ja. Das hatten wir schon ziemlich lange nicht mehr, oder? Ja. Wir helfen den Blutgeistern. Aisha mag ein Monster sein. Nein. Aber die meisten Blutgeister haben es verdient, dass ihre Schmerzen gelindert werden. Auch nicht? Das ist für Quatsch.
Er kennt diese Leute doch überhaupt gar nicht, hä? Wallner, der Vampir, Messias. Gefällt mir! Und wenn euch das gefällt, dann vergesst auch nicht, das Däumchen nach oben zu drücken, nicht wahr? Richtig. Bitte halt mal den Mund, Asker. Also, was war es? Blutnektar, das muss ich immer aufschreiben. Das kann ich mir definitiv nicht merken. Müsste sich aber auftreiben lassen. Bekommen wir bestimmt bei irgendeiner Pflanze. Oder? Blutnektar. Ja, haben wir nicht Flaschmännchen dabei? Hallo, ja. Können unsere Schmerzen mit Blutnektar lindern? Nein, noch nicht. Du wirst dich noch gedulden müssen, denn wir haben absolut keinen Hinweis, wo wir den finden können. So, okay, wir erkunden ja eh noch alle Gebiete, werden wir schon finden. Also keine Sorge. Wer hier ist, läuft dich weg. Nie wieder. Dann verlassen wir die Ebene. Geh da mal, da kannst du recht rausgehen. Ach, du hast recht, perfekt. Ich wollte gerade sagen, müssen wir jetzt wieder zurücklaufen, oder? Nein, zum Glück. Hat der Entwickler, oder war es vielleicht sogar Marlix, daran gedacht, hier einen Teleport... Nein, der Entwickler, weil Marlix hatte keine begehbare, nicht so begehbar gehabt, das Ganze. Absolut, du hast recht, das war ja einfach nur im Plot sozusagen mal. Ne? Dann geh mal wieder hoch. Bei den Teleporter. Ja, logisch, wir nehmen immer den kürzeren Weg. Sind rechts jetzt... Angriff der Elras und Shastaras. Nein, Steve, nein, wir machen erstmal überhaupt nichts. Wir müssen erstmal unterbrochen werden, damit unsere 28 Söldner... Ich hoffe, dass die es schaffen. ...gegen 17... Nur drei... Sache ist, aber nur 23. 25 Söldner waren es insgesamt. Oder, nee, 23. Du hast recht, sorry. Aber unsere Söldner wurden jetzt schon mehrmals gepimpt. Deswegen bin ich einfach mal optimistisch, dass wir es schaffen. Weil ansonsten... Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Okay, direkt bevor wir mit Aisha gesprochen haben. Es ist jetzt auch nicht viel passiert. Wow, die fallen ja wie die Fliegen. Hä? Was ist denn hier los? Unsere Söldner wurden doch schon tausendmal gepimpt. Hallo, RNG. Sei doch mal bitte auf unserer Seite. Ich habe so das Gefühl, jetzt sollte ich lieber F12 drücken. Ich besuche mal noch eine Minute lang optimistisch zu sein, aber der Optimismus entgleitet so langsam. Ja. Ich habe so das Gefühl, als wären Söldner echt scheiße. Ja. Okay, jetzt Rückkehr der Söldner, Ritter, Rückkehr der Söldner für Loser eher. Das Problem ist, wir sind jetzt bei den 1:1, so nach dem Motto. Warte, Steve. Jetzt fängt es gerade an gut zu laufen, ja. Kein Wenn und Aber. Okay, so langsam wird's. Es ist verdammt eng. Also wenn wir es schaffen, dann überleben wir auf jeden Fall nicht mit vielen Söldnern. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Das machen wir eigentlich, wenn da oben noch ein Elras steht und da kommt einfach von uns kein Söldner mehr. Dann ist es, ein Draw. Ich glaube. Nee, ich glaube, sowas gibt's nicht. Dann gewinnen wahrscheinlich... Könnte auch verloren sein. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, dann gewinnen wahrscheinlich die Elras. Oh, das ist jetzt mega knapp, ey. Das ist wirklich, das ist so random einfach nur. Ich werde, wenn wir den Kampf nochmal machen würden, könnten wir den auch einfach gewinnen, ohne dass wir 5 Söldner verlieren. Aber aktuell... Die letzten 3. Es sind die letzten 3. Genau. Die letzten 3 Söldner gegen die letzten 3 Elras. Jetzt kommt unser letzter Söldner. Okay. Und... Der verkackt. Okay. Ist es 2-1? Okay, genau. Flucht. Wow. Wow. Sieg. Das will ich doch mal... Okay, das ist auf jeden Fall der knappste Sieg in der Geschichte des RPG-Makers. Oh, Mann. Ja, zum Glück sind wir direkt gleich hier an der gleich mal speichern. Ja, direkt an der Karte. Direkt mal Burg Zarath war das jetzt, ne? Ja, schickt er mal 25, Ich schick da auf jeden Fall 25 Magier oder so hin. Warte mal. Du musst Datsius den Reserve zuerst machen. Genau, warte mal, jetzt muss ich erstmal. Machst die Magier und die weiblichen Magier. Geht zu weiblichen Magiern. So. Weiter nach rechts. Geht zu den weiblichen Magiern. Wie bitte? Achso. Ach, du willst jetzt Krieger. Ach so, okay. Die Vampir Lords, genau, nimm mal die. Mach davon mal 20. So, reicht. Und die schickst du nach Zarath. Okay. Und zwar ist das. Warte, da war's. Ja. Und dann machst du jetzt alle hin, die du quasi gerade eine Reserve hast. Vielen Dank fürs Zugucken und fürs Einschalten, ne? Leute, vergesst nicht, kauft Persil und Coca-Cola und alle Produkte, die Steve anpreist. No Ad. Genau, absolut keine Ads und vergesst natürlich auch nicht, diesen Part einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben zu lassen. So, dann haben wir jetzt das Zarath erstmal gleich mal speichern. Genau. So, kannst du jetzt rechts, sind hier mittlerweile auch die, die Särge blau? Ja. Ja, super, dann heil dich ja mal. Selbstverständlich, denn ich fühle mich aktuell wieder ein bisschen blutarm. Immer noch besser als die sogenannten Clanbetten. Naja, ich habe schon schlechter geschlafen. Es gibt keinen Grund, dass sie in den Särgen schlafen. Es gibt auch keinen Grund, das jedes Mal zu wiederholen. Die Gruppe wurde vollständig geheilt. Angriff der Söldner, ach nee,
Vor allem war es nicht mal früher so im Original, dass man irgendwie alle gesehen hat, wie die da rausgehen und wieder reinspringen. Ja, aber im Original hatten wir auch die ganze Party hintereinander laufen. Mhm. So, dann gehen wir wieder auf die oberste Etage. Wir wollen in die Fledermausform. Wir wollen in die Fledermausform. Und dann wollen wir wieder geheime Gebiete erkunden? Wollen wir nach Shanna. Meinst du jetzt Klenner oder meinst du Shanna? Nein, Klenner waren wir da schon, oder? Okay, gut. Also du meinst sozusagen die Stadt, die direkt hier unten ist, ne? Genau. Sehr schön. Da waren wir, glaube ich, bisher noch gar nicht, ne? Genau. Gut, alles klar. Nein, halt, Moment, das ist Thürig. Unten auf der Insel ist das. Es liegt nicht in das Gebiet nach rein. Warte mal, fliegen wir nach oben? Fliegen wir nach links? Warte. Das muss nicht, warte, ganz kurz. Ist hier nicht. Warte. Das kann ich jetzt ganz schnell sagen, weil also ich habe den Ort schon mal ausgesucht. Ich hätte jetzt nämlich auch gedacht, dass Shanna in der Nähe von Ja, muss ja. Weil muss ja, das hat damals, ja, es gab eine Weltumwandlung. Da muss gar nicht so sein, wie es vorher war. Ja, ich weiß, aber es wäre ja irgendwie blöd. Stimmt, da ist es tatsächlich nicht. Das machen wir jetzt, weil ich gerade irritiert bin. Und damit wir jetzt nicht so lange hier rumstehen, was anderes. Und zwar, fliegt nach oben. Ein bisschen nach oben. Jetzt warte mal kurz. Links ist ein Gebiet noch. Fliegt mir nach unten? Ja, auf der Insel? Ja, auf der Insel ist noch ein Gebiet. Aber unten und nein, nicht da runter gehen. Quasi. Ah, du kommst da hin. Puh. Alles klar. Schau mal, hier muss ein Gebiet sein. Okay. Nicht für uns. Okay. Dann fliegt nochmal hoch. Richtig geil. Warte, ich hab's jetzt aber. Nein, die hab ich jetzt rausgesucht. Uno Momento. Ganz, ganz kleinen Augenblick. Oh, Steve, du solltest dich auf jeden Fall ein bisschen besser zukünftig auf die Videos vorbereiten. Na, ich dachte, er stoppt diese... Steve, ich weiß, wo es ist. Oh mein Gott, ich habe ihn selber verwechselt. Blick nach links. Steve, du kannst mir den kompletten Bußgeldkatalog zitieren. Aber ja, wo sich Shanna befindet, weißt du nicht? Nach unten, noch ein bisschen noch nach links, jetzt nach unten. Noch ein bisschen nach links. Nach links noch ein bisschen. Ja. Bist du vorbeigeflogen? Scheinbar schon. Hier, meinst du das? Ja, das. Puh. Und so, Leute, beginnt dieser Doppelpart hier in Shanna, wo wir ganz viele Geheimnisse finden werden. Da oben ist zum Beispiel ein Säuretrank. Ich dachte halt, ist er direkt drunter sozusagen. So ist mir in den Kopf gerade, was im Original irgendwie so war. Welches Level haben denn die Gegner hier? Kann ich auch mal nachschauen. Ja, ist mir eigentlich egal. Ich bleibe einfach nur Ultima. Level 50, ja, das klingt doch sehr gemütlich. Ja. Ich will nämlich herausfinden, ob man die Echsenkrieger aussaugen kann. Was ich mir noch interessant finde, und du kannst ja doch bestimmt erklären, wie das zustande kommt, als gerade der Kampf losging, da hast du ja sozusagen gesehen, dass die ganze Map schwarz geworden ist. Nur dieser Türbereich hier hat ja noch weiß aufgeleuchtet. Woran liegt denn das? Weil dann Gott, ich wusste es mal, aber ich kann es jetzt hier technisch nicht genau begründen. Okay. Aber es ist auf jeden Fall technisch in der Grund. Schade, in diesem weit entfernten Fass befindet sich natürlich nichts. Generell hat aber diese komplette Spielwelt von Vampire's Dawn ja so ein Problem. Mir kommt so vor, als hätten wir es ausgemerzt hier in der Version. Ich fange erstmal oben an, damit wir die ganzen Kämpfe nicht mehrmals machen müssen. Das ist ansonsten irgendwie ein bisschen unpraktisch. Ich hoffe im Übrigen, dass dann irgendwann von Asuka und von Weiner und von Elaine irgendwie noch coole Kommentare kommen, weil ich meine, hey, das ist Shanna, der einzige Ort im ganzen Spiel, wo es Toiletten gibt. Und guck mal, da steht ein Mädchen. Ja, da steht ein NPC rum, das sehe ich gerade. Mit dem werde ich auch gleich reden. Ich will erstmal den Bluttrank hier erhalten, sehr schön. Darüber habe ich mich im Original-Let's-Play schon aufgeregt. Warum gibt es in manchen Orten also Chipsets mit WCs und in anderen nicht? Vor allem finde ich irgendwie, dass dieses Chipset überhaupt nicht zum Rest passt. Nein. Habe ich damals aber auch schon gesagt. Okay, gut, alles klar. Und dieser Riss in der Wand da oben sieht irgendwie auch sehr unnatürlich aus. Ja, weil wir sind so komisch blau auch noch. Das ergibt keinen Sinn. Sina, bitte, frisst mich nicht. Keine Sorge, das haben wir nicht vor. Ach ja? Ja. Da war dieses Beben, dazu das weiße Licht, ganz plötzlich erschien es. Als ich wieder zu mir kam, war alles zerstört. Viele meiner Freunde fielen in tiefe Abgründe und der Rest, der sich davor retten konnte, wurde von der randstürmenden Monstern gefressen. Schluchz, Schluchz! Komm, wir bringen dich in einen sicheren Ort, Weilbaum. Unser Schloss. Nein, das tun wir nicht. Sie ist nutzlos und mein Schloss kein Obdachlosenheim. Dann verwandeln sie doch einfach in einen Vampir. Doch, natürlich tun wir das. Wir können sie nicht hier lassen. Sie würde keinen Tag überleben. Ist das mein Problem? Die lebt ja wahrscheinlich schon seit Monaten. Ich mache es zu deinem, wenn du sie nicht wegbringst.
Ja, weil irgendwie in-game kommt es so rüber, als wäre dieser Weltenwechsel erst vor ein paar Minuten gestern gewesen. Genau, ja. Wanda, würdest du sie bitte zur Vernunft bringen und ihr erklären, dass in meinem Schloss nicht unbegrenzt Platz ist und sie uns hier noch aufhalten würde? Aber ich finde, es können auch viele NPCs darum in den ganzen auf jeden Fall. In unserem Schloss ist auf jeden Fall noch extrem viel Platz. Warte, und wetten, du darfst jetzt ausruhen, ja oder nein, weil wieder Wanda in Zeit ist für die ganze Party. Wanda? Ich denke, wir nehmen sie mit. Ja. Sie hier zu lassen wäre unverantwortlich und von einer Person mehr wird das Schloss schon nicht platzen. Doch, das Schloss ist auf jeden Fall kurz davor. Also, das Schloss vielleicht nicht, aber wenn sie auch auf dem Schiff gleichzeitig ist, dann wird vielleicht das Schiff demnächst platzen. Wir sollten sie in Sicherheit bringen. Das ist die richtige Entscheidung, Weiner. Oh, das Menschlichkeitsmeter steigt wieder ein bisschen. Ja, ja, sicher. Macht doch alle, was ihr wollt. Jetzt hab dich nicht so. Und bringen sie schon weg, Asgard. Wir brauchen einen weiteren NPC, der uns Quests gibt. Wovon redet ihr? Ich muss meine Freunde finden. Augen zu, es blitzt. Siehst du, sie muss ihre Freunde finden. Weiner Level 97 aufgestiegen. Wow, wir kriegen echt extrem viele Erfahrungspunkte dafür. Es würde mich nicht wundern, wenn das jetzt eine neue Questreihe ist, ihre Freunde finden. Ich denke nämlich auch, Steve. Oder wer weiß, vielleicht werden wir ihre Freunde hier in Shanna noch finden. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und ich hoffe, ihr seid's auch, was uns hier in Shanna noch so alles erwarten wird. Weitere Quests, weitere Abenteuer, weitere Gegner und Schätze hier bei Vampire Stone 2 Everlasting Blood. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.